Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe wieder Bock, richtig Bock. Wir haben beim letzten Mal, in der letzten Folge zum Schluss, ganz zum Schluss, die Kohlefabrik, also die Kohleverbrennungsanlage, angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Strom, um den wir uns eigentlich nicht mehr kümmern müssen. Weil wenn wir da Wasser und Kohle reinfließen lassen, dürfte das kontinuierlich funktionieren, ohne dass wir irgendwie nochmal irgendwas tun müssen. Geil, sehr gut. Also die Zeiten des Biomasse-Sammelns sind vorbei. Endlich, endlich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und damit let's go. Jetzt wäre mein Helm wieder fast abgeschmiert. Das Ding frisst jetzt 50 Kohle pro Minute. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was liefert uns denn die Quelle da unten? Wie viele Kohlekraftwerke könnten wir denn jetzt anschließen, wenn wir wollten? Weiß nicht, ob ich die Mats dafür habe, aber wir schauen uns den Bums erstmal an. So, das Ding macht jetzt 60 pro Minute. Also 30, 4. 4 Anlagen könnten wir jetzt da hinsetzen. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel Wasser wir produzieren mit diesem einen Teil da. Er produziert 120 Kubikmeter pro Minute. Okay. Das Rohr hat eine Durchflussrate. Maximale Durchflussrate von 300 Kubikmetern. Das heißt, ich könnte maximal 2 da anschließen an dem Rohr. Beim dritten würden wir schon... Na gut, doch, wir können 3 anschließen. Dann haben wir aber... Dann haben wir aber 60 Kubikmeter zu viel. Also die nicht durchs Rohr passen. Also 300 Kubikmeter Wasser können wir maximal. 120 machen wir gerade. Wie viel Wasser willst du haben? 50. Das heißt, um 4 Kohlekraftwerke anzuschließen, brauchen wir da unten noch einen Wasserminer. Okay. Ja, easy so. Jo. Hopp. Gut. Jetzt können wir eigentlich da so ein normales Band dran machen. Weil mehr als 15 pro Minute soll er ja sowieso nicht rein. So. Und ein Rohr. Und schon produzieren wir fast doppelt so viel, wie wir brauchen. Nice. Aber wir sind jetzt erstmal safe. Ich würde jetzt erstmal gucken. Vielleicht können wir sogar schon sagen, wir verzichten jetzt ganz auf Biomasse. Aber da fehlt uns, glaube ich, noch ein Kraftwerk. Ich hatte erstmal einen Platz, wo ich sage, da baue ich mir ein Lager hin. Wisst ihr, was ich meine? Also es wird schon hier irgendwo rechts neben meinem Hub gebaut. Aber da müssen wir erstmal krass viel Fundamente hochziehen und so. Und dann baue ich da ein richtiges schönes Gebäude hin, also hier so, ne, übers Kupfer. Obwohl die Kupferquelle stört da auch so ein bisschen. Vielleicht auch da. Ah, Mann. Immer das Gleiche. Ich lerne das auch nicht, ne? Weg. Bin halt einfach dumm. Ich lerne das nicht. So, nehmen wir mal mit den Bums. Hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Ja. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Boah, top. Was brauchen wir? Alternative Rezepte sind immer gut. Und was ganz wichtig ist, ich müsste mal in die Quarzverarbeitung gehen. Ich hätte gern schon einen Tube bis hierher. Also so eine Rohrpost-ähnliche Beförderungsanlage für mich selbst kann ich mir da bauen, mit der ich dann schnell von A nach B komme. Bau die jetzt einfach mal alle ab. Und dann gucken wir mal, was da an Strom noch übrig bleibt. Ja. Ganz schön abgenommen. Aber wir haben immer noch genug. Weil diese Bioanlagen sind halt auch ein bisschen scheiße. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Komm ich hier nicht hoch?
Mann, dieses dämliche Geschenk. So. Scheiß Natur. Was ist, wenn ich jetzt hier eine Dings drauf will? Komm ich da bis nach da oben, oder? Du weißt, was ich meine. Production. Ich jetzt in so einem Miner draufstelle. Dann fällt mir der Helm vom Kopf. So, im Grunde ist das Prinzip von dem Lager so, dass hat ja eine gewisse Kapazität, dieses Ding, also eine gewisse Lagerkapazität. Und jetzt führen wir im Prinzip hier hinten über einen Lift nach ganz oben die Mats ein, in diesen ersten Container. So. Durch einen zweiten Lift gehen die Mats in den vorletzten und dann in den und immer so weiter, bis sie hier unten ankommen. So, das heißt dann aber auch, wenn der hier unten voll ist, wird der hier voll, dann wird der voll, dann wird der voll. Ansonsten geht das immer alles durch, bis hier unten hin. Und aber wenn die teilweise dann voll werden, dann geht es in den nächsten. So. Und so haben wir ziemlich viel Lagerkapazität. Das wird jetzt unser erster Container, den wir beladen, mit, sozusagen mit Platten. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Das ist der Container mit Platten. Ich mache hier immer so ein kleines Band davor, damit ich sehe, was in dem Container ist. Ich werde es aber, wenn ich genug forscht habe, werde ich da Bildschirme dran bauen. Das wird auch super. Setzen wir nämlich die normalen Lifte mit den MK2-Liften. Die machen alles ein bisschen schneller. Um nicht zu sagen, doppelt so schnell. Hier unten zum... Für die Ausgabe können wir da normales Band nehmen. Oh, top funktioniert. Warum auch nicht? Warum sollte es nicht funktionieren? Doch, die kommen an. Sehr gut. Okay, Lager steht. Wird natürlich irgendwann noch hübscher. Also wir bauen da ein richtiges Gebäude drumherum. Und richtige Monitore, was denn da drin ist und so. Das wird noch gut. Also ich stelle jetzt Platten her, ich stelle Stangen her, Schrauben, verstärkte Platten, Draht, Beton, noch nicht so viel. Das muss jetzt alles erst noch werden, ne? Auch gerade erst im letzten Stream den Lift gebaut. Ich habe jetzt, habe ich mich gleich drum gekümmert, um Kohleenergie, das habe ich jetzt schon. Aber ein Riesenlager hingeklatscht. Ja, das ist wichtig am Anfang. Wie sieht's mit dem Zeug hier aus? Wo ist das Zeug? Das da. 20. Auch eine zweite Kupferquelle. Wir machen jetzt erstmal nur, wir stellen jetzt erstmal nur Draht und Kabel aus der Kupferquelle hierher. Wir brauchen für Blecher eine zweite Kupferquelle. Jetzt stellen wir 30, 60 her. Genau. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich bin auch dumm. Ich bin auch richtig dumm. Ich bin richtig dumm. Ah, genau. Das Erz geht direkt in den Konstruktor. Ach, bin so richtig dumm. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Heute mein kleines Lager angefangen, ne? Aber das macht mir auch mega viel Spaß. Jetzt können wir uns langsam darum kümmern, dass wir alle möglichen Sachen, die wir bis jetzt schon bauen können, auch wirklich einlagern und eine Produktion dafür hochfahren. Ab jetzt wird es wirklich geordnet. Hoffe ich. Ich wünsche euch viel Spaß. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.